Sodala, Hallöchen, Servusler, herzlich willkommen zurück zu FIFA 17. Mein Name ist der Franconia, Servusler. So, wir trainieren heute mal wieder die Jungs. Bojambalo. Lorenzen, wir trainieren heute mal ein bisschen die Jungs hier. So, dann würde ich mal doch Ferreira Silva. Alter, der ist auch richtig stark, ne? Gefällt mir sehr. So, und wen haben wir noch? Richter. Den Vogel, natürlich. Jo, wir achten mal ein bisschen auf die jungen Wilden. Wir müssen heute, denke ich mal, wieder sowieso umstellen. Denn wir haben schon mal wieder englische Wochen vor uns. So wie die trainieren, wird das vielleicht nichts. So, wir simulieren nach vorne. Spieler gesperrt, natürlich haben wir den Platzverweis bekommen in der gestrigen Folge. Patrick Eras zum D-Management. Wir gucken mal, was das Sache ist. Aber Eras war ja sowieso draußen, genau. Dolberg und Kerch könnten wir schon fast ab Pausen mal machen. Ne? Kehrer ist auf jeden Fall mal so. Dann haben wir da den Kehrer raus. Dann lassen wir mal den Kehrer raus. Und spielen mal, lassen mal Mike Ott spielen. Sturmmäßig ist der Dolberg doch schon ziemlich müde. Lassen wir ihn ran. Sonst ein Innenverteidiger Friedrich. Richter, Vogel könnten wir vielleicht noch. Lukas Mühl. Komm, wir lassen mal den Vogel ran. Sonst einen Ferreira lassen wir mal draußen. Kerk lassen wir auch mal spielen. Oder lassen wir, oder was ich nicht. So, den Dolberg, den lassen wir aber heute mal wirklich draußen. Genau, Meier haben wir hier. Ach, Bojambalo, ne? Ne, dann machen wir das mal so, weißt du was, dann hauen wir mal so raus. Lorenzen und Bojambalo lassen wir spielen. Ach, Quatsch, ich Depp. Ich Depp. Nein, zurücksetzen möchte ich. So, jetzt müssten wir eigentlich wieder die gleichen haben, genau. Ich wollte es ja, ja. Wir müssen die aber anders machen. So, heute geht's gegen... Ach, jetzt habe ich nicht auf die Tabelle geschaut. Ist wurscht. So. Erzähl noch einmal. Machen wir noch mal ganz, ganz im Schnelldurchlauf. Lorenzen kehrt dafür raus. Dafür Bojambalo rein. Bojambalo für den Dolberg. Dolberg lassen wir dann auch ganz draußen. Komm, haben wir mal den Meier rein und da wollten wir den Friedrich ja mal raustun. Komm und hauen den Kammerbauer rein. Leibold wollte ich hier rein tun. Und für den Kehrer Mike Ott, den Kehrer hauen wir dann auch mal ganz raus. Nehmen dafür den Vogel. Vogel wollten wir eigentlich auch, ne? Komm, Ferreira tun wir mal raus und dafür den Delloch rein. Man weiß es nicht, ob das was bringt. Man weiß es nicht. So, wir probieren es jetzt einfach mal. Elfmeterschießen Gold, hat er gemeint. Und dann trifft ihr gleich, Alter. Was geht denn ab hier? An die Latten. Nein, Gimbel.
Nein! Und? Na, immerhin. Immerhin. Nein! Nein! Alter, hau der drüber, du. So, das wird wieder nichts. Verdammte Mist. Na doch, immerhin. Okay. Naja, immerhin. Nicht die Welt. Nicht die Welt. Ach Gott, oh Gott. Stufe 3. Hey, Masuna, Alter. Okay. Wir machen weiter, ja. Auswärtsspiel bei Hannover 96. Auf geht's, Männer! Uiuiui, so Passlack. Marian Saar. Sauber! Pfosten! Abseits! 0-0. Bleibt's weiterhin. Eieiei. Das wäre jetzt ein Baugenschloch geworden. Das wäre aber jetzt ein Baugenschloch geworden, hat er gemeint. So, Leibold. Behrens. Saar. Baslak. Mein Gott. Ui, Pulisic, Junge. Nein. Ui. Was? Alter, der haut den Ball weg, dann kriegt der Freistoß da ernst, FIFA. Kackspieler, echt. So, Stimmung ist herausragend, Freunde. Stimmung ist herausragend. Obacht, heiß und fettig. Eieiei. Gut abblockt. Baslak wurde es abblockt hat. Es gibt Eckball. Hui. Darf ich vorstellen? Mein Name ist Joel Boyanballo! Boyanballo! Ja, sauber! Ein Traum! 2-0! Das ist unglaublich, Lorenzen! Was für ein Sturz! Spurt von Boyanballo! Und dann hat er noch die Übersicht zu passen! Und dann der Lorenzen! Hau die Kugel nahe! Es steht 1-0 für den Club! Yes! Die Joker stechen! Ein Wahnsinns-Solo-Lauf von Boyanballo. Ja, der ist schnell, der Junge, ne? Und dann Melvin Lorenzen mit seiner ersten Bude in seinem ersten Spiel. Am vierten Spieltag in der Bundesliga. 1-0 für den Club. Ui, Obacht, 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 Obacht. Ja, Deuteraden, Deuteraden. Okay. Haut ihn wieder ganz schnell raus. Kopfball muss gewonnen werden, wird gewonnen. Kommt aber erstmal zum Gegner. So, weiter geht's. So. Stimmung, wie gesagt, richtig, richtig gut hier heute. Vorsicht. Huhuhu, der Baslak. Der Baslak, Frale. Sehr schön. Ui. Obacht. Ui, der war gut gemacht. So wie ich. Vorsicht. Ui, da wird er hier, ne? Was schon. Obacht. Vorsicht. Vorsicht. Ui, ui, ui. Sehr schön. Oben. Nochmal. Darf ich vorstellen? Joel Boyanballo. Joel Boyanballo. Gute Möglichkeit. Die drehen auf, Jungs. Die Jungs drehen auf. Pulisic mit der Ecke. Kopfball. Wieder nichts. Es gibt Abstoß. Es gibt Freistoß. Weil vermutlich Stürmerfaul. Man weiß es nicht. Weil vermutlich Stürmerfaul. Man weiß es aber noch nicht so genau. So,
Auf geht's, Männer. Auf geht's. Sehr schön. Gegen aber die Einwurf. Jo, schön gut dazwischen. Sauber, Männer. Sauber! Nächste Möglichkeit, Riesenmöglichkeit. Uiuiui, da wird er gut geklärt. Oh, da haben sie Glück gehabt, ein bisschen. Jetzt hat er die Konterchance. Jetzt hat er vielleicht die Konterchance im eigenen Stadion. Für Hannover 96. Die kommen über die linke Seite, jetzt schön nach außen. Bakalotz hat die Kugel. Bakalotz hat die Kugel. Was macht er damit? Versucht ein bisschen. Eieieiei, da werden sie doppelt geblockt. Und es gibt auf Kosten eines Eckballs die Klärung. Jetzt soll er es Obacht geben. Pripp mit der Kugel kommt rein. Van Dame hat ihn erst einmal. Ui, da wird er durchgelaufen. Melvin Lorenzen, Melvin Lorenzen. Nein, nein, gibt aber nochmal Einwurf, gibt aber nochmal Einwurf. Der hätte mehr draus machen müssen, war aber nicht schnell genug. War aber nicht schnell genug, hat er gemeint. Sehr schön, abseits, kein Abseits, doch abseits. Doch abseits. So, Boyambalo macht ein sehr, sehr gutes Spiel bisher. Hui. Kammerbauer hat ihn erst einmal. Sehr schön, Baslak. Hui, sehr schöner Pass. Baslak nochmal. Am ersten vorbei. Am zweiten leider nicht, da wird er geklärt. Da wird er gut geklärt, kann er sich aber die Kugel nochmal zurückholen, man weiß es nicht. Obacht, noch einmal. Hannover kommt nochmal. Über Sobek, über die recht linke Seite. Flanke! Klärt, erstmal geklärt. Jo. Pulisic. Erst einmal haut den Pulisic eine raus. Alter, wie geile Kombi. Doppelpass. Pulisic, Pulisic. Nochmal, wieder nix. Was ist jetzt? Jetzt pfeift er. Jetzt pfeift der Freistoß für die anderen. Vargas wird den Freistoß treten, der Deuter. So, was ist jetzt schon wieder? Was? So kriegen die Freistoß, war doch gar nichts. Oh, Dave Bulthuis, der Hund. Dave Bulthuis, der Hund, hat er gemahnt. Der Ex-Klubberer, Sunny. Sehr schön. Hui. Da haut er daneben. Obacht. Wow, Van Dame, Monsterparade. Auf Tennisverlass. Wenn es hinten schlafen. Der Luki hat da gar nicht gut ausgeschaut. Hier nochmal. Alter, den musst du erstmal haben. Und dann geht er mit die Fußspitze dazwischen. Schmelzer lässt grüßen. Mit der Fußspitze kommt er gerade nur dazwischen. Edgar Pripp. Ui. Ja, war wieder gefährlich. War wieder gefährlich, hat er gemeint. Aber es bleibt mit ein bisschen Glück jetzt hier beim 1:0. Nach 45 Minuten, so ist es. Halbzeit in Hannover. Der Club führt. Versuchen es, probieren es gut nach vorne zu spielen. Klappt auch momentan doch einigermaßen. Ja. BF, obwohl du eigentlich fast kein BF sagen kannst. Klar ist der ein oder andere junge Spieler heute hier mit dabei. Aber soll dir keinen Abbruch tun. Sehr schön. Sehr schön. Boyambalo kann sich nicht durchsetzen. Boyambalo kann sich nicht durchsetzen. Obacht, noch einmal. Hui. Sehr schön, der Luke. Oben, Pulisic, ein Traumbässler, ein Traumbässler. Ja, ja. Uhuhu, Lorenzen. Das haben wir schon mal besser gesehen von ihm, aber wir wollen nicht meckern. Gute Möglichkeit.
in der Anfangsphase. Saar. Zuerst einmal gepflegter Seitenwechsel. Sehr schön dazwischen. Ui, da wird er umkolzt. Dann gibt es Einwurf für die anderen. Ui, ui, ui. Sehr schön, Lorenzen. Melvin Lorenzen setzt sich durch. Abgefälscht! Ecke! 60. Minute, Pulisic, dreht die Kugel rein, Kopfball, Schuss! Alter! Alter! Ui! Junge, Junge, was macht er? Gut geklärt erst einmal und dann gibt es Einwurf. So, wen hauen wir raus? Wen hauen wir raus? Für den Pulisic, wen hauen wir für den Pulisic neu in Meier? Für den Lorenzen in Vegas? Und Cairo Enrique für den Ott. So. Obacht. Sehr gut geklärt erst einmal. Sehr gut geklärt erst einmal. So, der Look. Leider mit dem Fehlpässler. Ui. Vorsicht drüber. Ui. Drüber. Kammerbauer, Leibold, Cairo Enrique, Marian Saar, sehr schön, Cairo Enrique, kommt nicht durch, kann sich nicht durchsetzen, Obacht, jetzt hat er die Konterschuss, gut dazwischen, Junge, Meier, Boyambalo, Sicht unten im Basslack, sehr schön. Boyambalo, Tor, 2-0. Boyambalo mit dem Strich in der 71. 2-0, die Vorentscheidung. Alter, war das ein Strich, da kann er nichts machen. Da kann er nichts machen, unhaltbarer Strich. Was, Eigentor? Oh, das ist ein Eigentor. Schau, Eigentor. Aber egal, 2-0 für den Club. So, Baslak jetzt, oder was macht denn? Sehr schön. Baslak, Felix Baslak, Baslak! Wird abgeblockt. Es gibt Ecke nochmal. Oh, besser. 100%. Beide 100%. Willst du mich verarschen, Freunde? Willst du mich verarschen? Erzähler. Leibold. Dreht dann noch einmal die Kugel rein. Kopfball. Dann wieder Schuss. Wieder nix. Obacht. Uhuhu. Van Dame hat ihn. Jo. Sehr schön. Leibold. Sehr schön. Alter, was ist denn das für ein Zuckerbessler? Boyambalo schießt! Alter, Boyambalo, hau da einen raus hier. Aber ordentlich. Aber ordentlich hat er gemahnt. Alter, was ist das für eine Passquote hier? Yo!
Sehr schön. Klasse. Oben. Jo. Michael Mayer. Mayer! Mensch, Mayer! Mit der Neuwehr. 2-0. Immer noch für den Club. Der Club ist aber sehr gut mit dabei noch. Der Club ist sehr gut mit dabei. Kammerbauer. Tritt die Ecke rein. Gibt aber nichts. Vargas hat die Kugel. Ui. Obacht. Sehr, ui, Obacht. Van Damme hat ein... Alter. Ui. Sehr schön. Unheimlich hohe Passquote, was hier zutage gelegt wird von beiden Teams. Obacht. Ah. Ah. So, wir legen jetzt mal die ganze Sache hier aufs gepflegte Kontern. Irgendwie will er aber gerade nicht, ne? Irgendwie will er gerade nicht. Uhuhu, sauber! Sehr schön. Jo. Ja! Nürnberg gewinnt mit 2-0. Hochverdient. Ja! Obwohl die eigentlich anschlägt, weil was für eine Passquote von beiden Mannschaften. Jetzt das nach. Wir spielen zu 0, das ist natürlich auch wichtig. Club gewinnt 2-0. Bisschen Arbeitssieg, aber ich glaube, wir haben doch gut gespielt, auch mit den ein oder anderen Jungen in der Mannschaft. Sehr geil. Für Lorenzen freue ich mich natürlich. Boyabalo auch ein Riesenspiel gemacht. Alter, eins vorgelegt, das andere, ja, das andere hat er geschossen eigentlich. Ein bisschen abgefälscht halt. Naja, in diesem Sinne, trotzdem, danke fürs Einschalten. Bis morgen zu FIFA 17 oder bis heute Abend. Kommt gleich im Anschluss. Das nächste Spiel, man weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Macht's gut, ciao.